Maxi. Hallo. Banane. René. Pascal. Video übrigens, ne? Nee. Unser Tisch. Und ich. Drei. Nur ganz gut. Marcel? Ja. Du gibst unserem besten Freund das Festchen. Ja, genau. Das Festchen. Ja, das frische Festchen. 30 Tage frische Garantie. Sag doch mal alle. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Anna. Hallo, Anna. Hallo, und Stefan. Hallo. Auf einen schönen Abend. Ja, und es sollte definitiv ein schöner Abend werden. Und ja, wir hatten eine Menge Spaß. Wir waren dort ja im Partykeller gewesen, hatten dort ja jede Menge zu trinken, wie man sieht. Und ja, nicht gerade wenig. Es floss also in Strömen Wasser aus einer silbernen Dose. Und ja, wie ihr sicherlich von mir her kennt, wisst ihr ganz genau, wir haben ja das silberne Döschen leer gemacht. Haben dann jede Menge Spaß gehabt. Konsumer sieht man auch da, der ist mit dem Handy gerade am Spielen. Alle sind mit den Handys zugange. Der liebe Bananenbrot auch, guckt zwar, man sieht fast gar nichts, weil es schon relativ dunkel war. Wir hatten das Licht jetzt ein bisschen gedämmt, um so ein bisschen Gemütlichkeit reinzuschaffen. Ja, das war ich, glaube ich. Hab da gerade in die Kamera kurz geglotzt. Dämlich, wie ich immer bin. So, ja. Wie gesagt, das war so der erste Abend jetzt und da haben wir gerade angefangen, gemütlich zusammenzusitzen und ja, hallo, da winke ich nochmal ganz lieb. So, hallo, liebe Bananen, nehmt mich auch nochmal in den Arm. Ich bin ja immer so schüchtern. So, ja, schauen da gerade alle sehr, ja, stimmungsvoll. Ja, das war die Schwester von René, wollte nicht unbedingt gefilmt werden. Habe ich jetzt trotzdem drin. Haha, so. Ja, wir stoßen an. Immer noch auf einen schönen Abend. Boah, was eine dramatische Musik gerade im Hintergrund. Jetzt meint man wunders, was kommt. So, da sieht man die ganzen Banausen sitzen. Hier vorne links sitze ich mit dem Teflon in der Hand und ja, mache gerade ein Foto. Ja, wir haben hier eine Menge Fotos geschossen. Und ja, diese Fotos werdet ihr auch noch sehen. Denn diese Fotos werden definitiv auch noch in einer Folge erscheinen. Welche will ich jetzt noch nicht verraten. Ich will auch nicht verraten jetzt hier in der Folge, wie viele Episoden noch kommen werden. Auf jeden Fall, ja. Wir hatten auch schon an dem, um die Uhrzeit haben wir, glaube ich, auch schon gegessen gehabt. Da hatte Banane irgendwie so einen Sitzkringel gefunden. Für den Nacken, glaube ich, war das. Und er fragte sich, wofür ist das denn? Kann mir jemand sagen, wofür das ist? Und dann müsste Konsumer ist aufgestanden und sagte, komm her, Banane. Komm, ich zeige dir das mal, wofür das ist. Und er kam. Und Konsumer kam, zeige ich nochmal ein Peace-Zeichen, freute sich schon voll. Ja, das ist der Banane. Und den zeige ich jetzt, wofür der Sitzkringel ist. So, da sitze ich nochmal, dämlich an meinem Telefon. Ja, ich war ein bisschen beschäftigt. Ich musste mich ja so ein bisschen um die Community auch kümmern, was los ist so in Frankfurt, wenn ich dann unterwegs bin. Und ja, und somit ging es dann. Ich guckte nochmal ganz kurz. Da ist nochmal. Wir hatten uns sehr lieb gehabt. Sehr lieb gehabt. Und ja, Frauen unter sich. Oh, ich kann die Flasche halten. Ja, kann ich gucken. Ganz toll. So. War übrigens nicht ihre, war meine. Die, genau, Wasser aus der Braunflasche, ihr wisst ja. So. Ja, da bin ich. Ich sollte irgendwie, genau, ich sollte tanzen. Habe ich dann getan. Ja, ich. Kann man jetzt nicht als Tanzen bezeichnen, aber ja gut, ne? Ja, man kann es ja mal versuchen. Ich habe übrigens mein T-Shirt angehabt mit Reflex GR hinten drauf von der Gamescom, wie man sieht. Alter, wie weit kann ich hin? Hui! Hui, kann ich das schön. Rechts und links und hui! Ja, ich wollte mal beweisen, dass ich es auch kann. Zumindest ansatzweise. Waren alle sehr begeistert. Da hänge ich schon wieder an der Dose. Ja, an der silbernen Dose, wo helles Wasser rauskommt. Also gelbes Wasser. Okay, das klingt falsch. Denn das, ja, war auf jeden Fall mit Schaum. Mit jeder Menge Schaum. Und ja. Ah, die beiden haben sich auch amüsiert. Hier der Hardstyler links und Consumer Central rechts. Die haben sich so amüsiert. Aber wir alle hatten richtig Spaß an dem Abend. Und ja. Da sieht man auch nochmal die Mama von René.
Die Schwester haben auch richtig Spaß. Wir hatten so ein bisschen 90er-Musik angehabt. Und ja, haben richtig schön gemütlich gefeiert. Sieht man ja, wir hatten eine Menge Spaß. Ich habe auch ein bisschen abgedanced wieder. Yeah, aha, yeah, guck mal hier, mit dem Finger kann ich zeigen. Da, ich bin gut drauf. Ja, wir sind alle zusammen. Shake, 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 shake. Shake your booty. Da. Hätte nur noch ein Tellerchen gefehlt, wo man da ein paar Centstücke reinschmeißt. Naja. Oh, den lieben Herrn Bananenbrot nochmal an die Brust fassen. Na, Konsumer meinte dann irgendwann, ja, besser, dass dich mal jemand anfasst, weil Bananenbrot fasst gerne den Konsumer an. Dem kleinen Mann. Ich weiß nicht, warum, ob er ihn so lieb hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Auf jeden Fall hatten alle jede Menge Spaß. Man sieht's. Wir waren am Lachen, am Schunkeln. Kommt mir vor wie kommt mir ein klein wenig vor wie im Bayernzelt. Weil wir hatten ja so Bierzeltgarnituren da gehabt und alles. Und ja. Ah, guck mal. Der liebe Herr Bananenbrot macht noch ein bisschen Lichtstimmung mit seinem Handy. Kann er ganz toll. Und ich glaube, ich hatte dann auch die Idee gehabt. Ich hatte da so eine tolle App auf dem... Ja, da steht mein Name. Ich hatte so eine ganz tolle App auf dem Handy, so eine Taschenlampen-App, die aber auch so Flashlight-mäßig so funktioniert, also so richtig blitzen geht. Und da war ich gerade am Suchen, ganz nachdenklich. So rum. Schaue ich da gerade nach. Ja. Und... Ja, guck mal, Konsumer zeigt schon wieder auf das Glas. Ist schon wieder leer. Ja, Hardstyler hat ein Loch im Boden. Deswegen war sein Glas auch immer sehr schnell leer. Also, ja. So. Den lieben René sieht man jetzt da. Da war ich am Blitzen. Guck mal. Ah, Wolfrakoff. Ja, ich freue mich. Ja, ich hab blitzlich. Guck mal. Ah. Und da ist der liebe René auch mal zu sehen. Der war ja die ganze Zeit jetzt nur hinter die Kamera. Hinter die Kamera vor allem. Ich gebe dir Kamera. Peace, Bruder. Da. Und Konsumer musste zeigen, er konnte die Kettensäge. Jawohl, er konnte den Basketball. Die Pistole. Und richtig abgehen. Und da hat er schon wieder gesessen. Ja, ihr seht, wie gesagt, wir hatten auch schon gegessen gehabt. Da gab es Döner. Dönerteller hatten wir uns bestellt gehabt, alle. Eigentlich reichlich. Ja, und ich musste so ein bisschen schunkeln mit René. Ich musste ein bisschen tanzen. Lalalala. Boah, wie unhöflich, so die Kippe in die Fresse zu haben, ist ja unglaublich. Unverschämt von mir. Also, was der Reflex sich dabei gedacht hat, ich kann es gar nicht fassen. Also, ich glaube, das muss ich nochmal rausschneiden. Ich weiß es nicht, ja, keine Ahnung. Ja, ja, wollte, glaube ich, der liebe René mit dem Herrn Bananen... Ah, da sieht man es jetzt. Der liebe Bananenbrot fasst schon wieder den Konsumer an. Er wollte ihn hochheben, mit Bank sogar zusammen. Hat nicht ganz geklappt, weil Konsumer sich festgeklebt hatte mit Uhu-Kleber auf der Sitzfläche. Also er kam gar nicht mehr hoch. Die Hose ist auch dann irgendwann dran geblieben, sodass er quasi, ja, er rutscht nochmal drüber. Naja, wie gesagt. Oder war das danach erst? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er Kleber in der Hose gehabt. Kann sein. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall, wie gesagt, war jede Menge Spaß. Da sieht man auch noch links den Laptop, hat man gesehen, da haben wir ein bisschen Musik laufen gehabt. Ja, das war richtig schön. Das war richtig, richtig klasse. Oh, guck mal jetzt hier das Liebespärchen. Ach, ist das süß. Ach, wie süß. Hm? Der kleine Konsumer. Und da kommt auch schon ein Hardstyler. Hardstyler wollte unbedingt auch Konsumer anfassen. Ja, das war die große Anfassrunde von Konsumer. Und ja, Hardstyler hat es natürlich geschafft. So hebt man Konsumer hoch. So, lalala, alle am Klatschen. Ja, Konsumer natürlich auch schwer begeistert davon. Ja, grinst. Hardstyler auch. Jawohl. Und da streichelt er sich nochmal sein Bäuchlein. Ja, und der René auch. Ja, und dann, ja, was soll ich sagen, dann ging es eigentlich los. Dann kommen jetzt eigentlich auch so die Videos, die euch wahrscheinlich auch noch brennend interessieren. Das war jetzt so ein bisschen so vorab, damit ihr mal so gesehen habt, wie wir ja dort gemütlich gesessen haben und alles. Und jetzt haben wir dann, kam ich dann auf die glorreiche Idee, ich hatte eine DVD mit, wo wir Wahrheit oder Pflicht gespielt haben. Auf der DVD war Wahrheit oder Pflicht. Und da konnte man auswählen 10, 20, 30 Punkte oder 40, 50, 60. Und Pflicht war halt 40 bis 60 und Wahrheit war halt 10 bis 30 Punkte. Und dann haben wir halt Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und ja, das möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Es sind einige Lacher dabei, einige, wo ich ein bisschen was verpixelt habe, aber ihr werdet sehen. Und ja, los geht's. Viel Spaß dabei. 3, 2, 1... Oh.
Schau mal ein bisschen schneller, Leute. Schön mit so Hüfte wackeln, Mädels. Das zählt. Das zählt auch mal. Es gibt Punkte. Ready, set, go! Nicht so streiten, aber du passt doch auch mit deinen Kollegen hier, so das ist der Hammer! Shake that ass, shake that ass! Park! Wuiiii! Jawoi! Gib alles! Jawoi! Boah, was ein Hüftschwung! Jawoi! Jetzt aber! Und ab geht's! Okay, jetzt. Ja. Das ist was ganz schade. Wieso das hier? Ja, guten Grund. Moment. 30 Sekunden? Okay. Ja. Moment. Der Boden ist dreckig. Kann losgehen? Nee. Kann losgehen. Sobald die Beine oben sind, starte ich die Uhr. Nicht kotzen. Ja, das war ein Eisel. Wie lange ist das? Jetzt gefuhrt! Panne, ich sehe das. Da ist eine grüne Wolke unter dir. Grüne. Wie lange müssen wir noch? 9 Sekunden. Mädchen, du hast ein Loch in der Hose. 3 Sekunden kann ganz schön lange sein. Das ist anstrengend, Alter. Fertig. Das hat aber mit Mund gemacht. Hat das einer auf Video? Ja. Das ist so. Erledigt? Seid ihr der Meinung? Ja. Ja. Geht schon. Jawohl! Ja, ich hab schon! Mach schon wieder keinen Akku mehr hier, der Facker. Das läuft. Jetzt ist doch noch einer hin. Ich entschuldige mich. Das wird ausgepiepst. Was? Hey! Oh, hey! Warte! Da war doch geil aus! Komm, warte mal! Hallo, ihr zwei Hübschen. Hallo, Annika. Chantal. Es ist Chantal. Also, ruhig, ich höre gerade was für Annika. Wir spielen hier im Partykeller Wahrheit oder Pflicht. Daniel und Sascha sind in einem Team und sie haben folgende Frage bekommen. Lasst ihr von den Mitspielern rechts nehmen, die einen Blutfleck machen. Das heißt, der liebe Banane, der liebe Daniel hier, kriegt jetzt vom Sascha, Linda, genau da einen mordsten Knutschfleck hin. Also, verurteile ihn und schlage ihn den. Nackig! Ja, als Videobeweis, alle hier im Raum bestätigen das jetzt. Der Fidschi. Ich bin nicht der Fidschi. Ja, und das, schon dabei. Und das Nienchen. Nienchen? Ja. Sascha? Nienchen filmt das nochmal separat mit Saschas Kamera, damit du es aus beiden Winkeln und zusammenschneiden kannst. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich muss saugen. Ja.
Na, schmeckt ab! Oh, Scheiße! Boah! Jetzt wollen wir uns. Sieht ja gut aus? Es sieht cool aus! Sieht ja aus wie ein Dorf weiter. So, Oder geht irgendwie, haben wir genug, da gehen wir gleich hoch. Ich sehe nicht mehr, sie sind doch. Ich bin mit Bauchfuß. Und da läuft das Flexi mit seiner Unterbuchse auf den Kopf. Liebe YouTube-Zuschauer. Wir machen das so. Da stehen ja zwei Autos. Haben wir das schwarze und dann da hinten das. Pass mal auf. Bis zum nächsten Tor und wieder zurück. Bis zum nächsten Auto und dann komme ich wieder. Ja. Können wir runden, wir schlürfen eine Runde. Hallo, ich habe eine Unterhose auf dem Kopf. Okay. Ich bin gerade nackig unten. Nein, untenrum nicht. Ich habe eine Jeanshose an, aber ich habe meine eigene Unterhose auf dem Kopf. Der hat ja gerade auf den Arsch gehauen. Warte mal, hier ist ein bisschen Licht. Sieht man mich jetzt? Yeah. Ja, ein bisschen. Richtig nackig. Hast du meine Arschbacke gesehen? Die ist rot. Warte, ich hau noch mal drauf. Nein. Da steht das Bananenmobil. Das sieht man jetzt im Dunkeln. Jetzt. Darf ich eben aufrauchen? Nein. Darf er aufrauchen? Zieh schneller. Da ist ein Aschenbecher. Pascal macht das Knack-Knack-Knack dazu. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Wenn wir jetzt da geradeaus gehen, da. Fünf Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hatte jetzt Angst, dass wir den ganzen Alk abräumen. Ich muss wurzeln.
Gott. Oh Scheiße, Konsole, ich glaube, da hat sich ein Roller Fleck gebildet in der Hose. Ah, ist was? Ja, eine Bank. Schöne Tanz. Ich sehe dich. Gui, 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 gui. Das ist dumm. Ich bin fertig, ich bin sattig bescheid. Also da, das kann doch ein Hähnchen sein. Und da hinten fuchst jemand. Ah, guck mal, ist was. Also ich warte einfach, bis ich dir wieder das Maul fällt. Würde ich sagen. Aber warte, wir machen es anders. Also wenn ihr die Brust greift, dann schlag mich bitte. Mit Gürtel. Ich glaube, das ist kein Hähnchen. Oder doch. Das Gürtel offen. Also das ist schon pervers. Das ist Verirrung. Das ist ein Kerl. Sascha? Nee. Ja. Ja? Ja. Du hattest deinen Puppen in der rechten Hose. 2, 3. Schon noch 2. Oh, das ist nee, die falsche Person. Ja, ist es schon. So, ich stehe mal alles richtig auf. Oh, scheiße, du bist ruhig. Du bist raus. Nein. Zwei musst du noch finden. Aber das ist natürlich scheiße. Zwei musst du noch finden. Ich hab was, ich hier liegst du vom Tisch auf. Also hier ist der Tisch schon mal, das ist schon mal sehr. Zwei musst du noch finden. Das ist Mayonnaise. Ich wollte es ganz gerne. Ohne Mayonnaise. Scheiß Karl, du schmeckt dann hübscher. Ja, er hat's ja schon. Ja, wegen 80 schon. Ja. Scheiße, 1 Liter. Nicht diesen Bunker bei den Spinnen. Was für ein Bunker bei den Spinnen? Hier ist ein Schuh. Das kriegen wir wohl. Ja. Ah, ist jemand. Also das ist Ali. Ja. Ja. Jetzt ja, musst du noch ein Hähnchen finden. Jetzt musst du noch ein Hähnchen finden. Schmerzen du gut. Ja. Schmerzen die Scheiße gut. Das macht nicht mit Abschied, dass ich nichts mehr sage. Aber bevor wir hier weiter aufmachen, wenn ich hier mit dem Fußball muss, du hast auch noch 30 Sekunden. Psst. Stirb, Hähnchen, stirb! Nee, ist kein Hähnchen. Hat sich auch nicht weggesetzt, also irgendwie. Also ist immer noch an der gleichen Position. Schön wegschnüffeln. Ja, schnüffeln. Boah, stinkt. Ich hab eine Tasche. Wenn ich das rausnehme, kommt Hähnchen und klatscht mal. Ist eh nichts drin. Die anderen können sich ja hinsetzen. Ha! Nee, das ist ein anderes. Danke. Jetzt geht das nicht los. Jetzt kriegt er wieder über den Boden. Ach, ist das schön. Also hier ist die Anlage. Ja, 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 genau. Ich hab's nicht versteckt. Komm, ich kann nicht sehen. Nicht so. Menschen. Nicht so. Wenn du weitergehst, kommst du wieder zu mir. Sonst klatscht du. Nein, Schätzelein. Also ich hab jetzt irgendwie gedacht, dass das nicht im Raum ist. Doch, ist er. Hat sich nicht versetzt. Ja, du kannst ja nicht sein. Dann müssen wir. Oh, hier ist Menschen. Ja.
Ja. Ja. Ja, blieb ja nur noch eine Person schon, übrig. Du saßt schon direkt vor mir und dann ja. Stehen die anderen. Und dann haust du wieder ab. Oh, ich wusste von den Ding hat sich voll meine Schuhe. Ich wusste nicht, was ist. Oh, ich wusste, ey, was fehlt noch. Wenn ich nicht so wichtig dann nehme ich noch. Ja, natürlich, ich hab am Boden gekrochen. Verblumblüssen. Hast du meinst, wie du kommst von Anfang an? Warte mal, wie gehen wir nochmal los? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Also, liebe YouTube-Zuschauer, der liebe Flexi muss einfach noch die deutsche Nationalhymne üben. Das ist peinlich. Macht euch nichts draus, das kennen die meisten nicht. Und ich ja, sowieso auch nicht, ihr kommt hinter der Mauer. Ich kann sowieso nicht. Und die anderen können das auch nicht. Aber ich kann... Na, 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 ni, na, 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 na. Und wer von euch kann es? Seid froh, dass ihr den anderen Teil nicht gesehen ja, habt. Ja, das ist ja alles Nackiges. Ja. Und drei. Yes, baby, yeah! Schneller! Oh! Boah, das Headbang geht in die Birne. Ey, schön, schön hier. Ja, ihr beiden, ne? Zu ihm. Estela? Also, sie sind schon ein süßes Pärchen. Ha 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 ha! Alter, mein Wahnsinn!